Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Falls ihr meinen Kanal noch nicht kennt, ich bin Sebastian, ihr seid hier auf Tupac VR. Und falls ihr mich unterstützen möchtet, ihr findet meinen Kanal echt gut, dann könnt ihr mich unterstützen, indem ihr einmal den Kanal abonniert. Und ja, falls euch das Video gefällt, natürlich Like da lassen. Und ja, dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, mich unter Patreon zu unterstützen. Da gibt es verschiedene Gruppen, sage ich mal, und Beiträge. Das könnt ihr auch in der Beschreibung euch mal anschauen. Und ja, ist kein Muss, könnt ihr gerne machen, um mich so ein bisschen zu unterstützen. Ja, ich habe euch ein Spiel mitgebracht, was sich Timehacker nennt. Und ja, der Name sagt schon, wir sind ein Timehacker und wir können die Zeit manipulieren. Wir können die Zeit anhalten und ja, dann auch die komplette Szenerie ändern. Wir haben immer Gegner vor uns, die müssen wir halt alle eliminieren. Man hat auch schon mal Geiseln, die man retten muss. Und also echt witziges Spielprinzip und mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Und sind auch ein paar knackige Rätsel dabei. Und ich habe erstmal relativ easy Level gemacht, die man mit ein bisschen Knibbeln halt relativ schnell raus hat. Und dann gibt es noch eine komplette harte Sparte. Und die war echt nicht einfach. Und harte Sparte hat sich jetzt gut gereimt, ne? Reime Monster hier. Und ja, Steuerung ist easy und Spielprinzip macht Spaß. Also was will man mehr? Und gehen wir mal ganz kurz auf die Steam-Seite. Und hier sind wir auf Steam. Und ja, Timehacker hat 18 Bewertungen, davon 83 positive. Ich werde da auch noch eine Bewertung abgeben, weil ich finde das Spielprinzip echt super. Mir hat es Spaß gemacht und ja, ist auch nicht zu teuer. 12,49 Euro ist immer noch in der Early Access. Das heißt, es kommen wahrscheinlich immer noch Updates raus und ist für die Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift und VMR-Brillen verfügbar. Und ja, aktuell gibt es noch einen kleinen Spielerrabatt, wenn ihr Stride und Timehacker zusammenkauft. Ja, das ist es eigentlich. Also ihr könnt es im Sitzen und im Stehen spielen. Also macht, glaube ich, gar keinen Unterschied. Man kann auch die Höhe anpassen, wie man möchte im Menü. Und ja, sollte eigentlich alles ohne Probleme gehen. Es gibt das Spiel jetzt nicht auf der Oculus Quest, aber im Oculus Store gibt es das für Rift und Rift S auch nochmal. Und ich habe es jetzt hier mit der Valve Index gespielt und ja, ich kann nur eine Empfehlung für das Game geben. Besonders bei 12,49 Euro ist echt nicht viel und das Game macht einfach Spaß. Aber schaut selbst ins Gameplay. Würde mich natürlich interessieren, was ihr vom Gameplay haltet. Ist das was für euch? Ist das nichts für euch? Gerne mal in die Kommentare schreiben und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Gameplay. So Leute, willkommen beim Game Time Hacker von Joyway. Und ja, ich habe eben das Tutorial gespielt, das sind die Base Tutorials und ich wollte euch dann hier direkt diese normalen Easy Level zeigen und mal schauen, wie weit wir kommen. Dann gehen wir mal ganz kurz in die Settings rein und ja, hier haben wir ein kleines Menü. Hier können wir einmal die Höhe einstellen von uns selber, ja, können wir custom oder wir passen es selber an. Und dann haben wir hier die Soundeffekte, die wir einstellen können, also einmal hier, das ist Musik, Voice, Effects, Timer, weiß ich nicht ganz genau, was es jetzt ist. Hier können wir links oder rechts Händler einstellen und ja, hier können wir natürlich dann unseren Speicherstand löschen. Wir haben, ja, das zeige ich euch im Spiel eigentlich. Die Controllersteuerung ist eigentlich relativ easy. Und weiß jetzt gar nicht, ob ich mir jetzt hier einfach so ein Foto nehmen soll. Ja. So. Containers with fuel are highly explosive. Shoot the gas bottle. So, wir können jetzt in Leute reinschlüpfen. Das zeige ich euch jetzt mal ganz am Anfang. Das sind wir. In diese können wir nicht reinschlüpfen. Also es scheinen alles Roboter zu sein. Und ja. Jetzt schieße ich mal da drauf. Und schon, ne? Also wir müssen immer gucken, dass wir nicht sterben, getroffen werden, sondern immer alle Gegner ausschalten. Und ja, da muss man sich das Level auch natürlich ein bisschen anschauen. Wenn man stirbt, ist nicht schlimm, man kann immer wieder Repeat machen. Und ja,
so geht es dann halt immer weiter. Ich finde den Look ganz cool, es ist passend und vom Spielprinzip finde ich, habe ich was Ähnliches noch nicht wirklich in VR erlebt. Von daher ist das definitiv einen Blick wert. So, wir müssen einmal mit der Grip-Taste diese ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, diese Energiekugel, Zeitkugel. So, das ist jetzt blöd. Ich muss definitiv die hier nehmen. So, wir schießen jetzt einmal auf den Kerl hier. Dann gehen wir raus aus dem Körper, nehmen uns das. Ah. Keine Ahnung, ob das was hilft. Wir gehen immer in den Körper zurück. Normalerweise hätte ich... Nee. Bam. Okay, normalerweise hätte ich das anders machen müssen. So, jetzt wieder dieses... Some objects can be moved. Grab the barrel. So, jetzt muss ich gucken, dass ich das wahrscheinlich hier so reinstelle. So. In den Kollegen hier reingehe, schlüpfe. Da drauf schieße. Der ist nicht kaputt gegangen. Das ist cool, dass man da immer noch ausweichen kann. Okay, jetzt müssen wir mal weiterschauen, warum, wieso, weshalb das nicht geklappt hat. So. Some objects can be moved. Grab the barrel. Muss ich das wahrscheinlich näher dran? Also in die Leute kann ich nicht rein. Genau, ein bisschen näher ran. Also die haben so eine Schutzbrille an. Da ist dann nichts zu holen. So, next. Menü ist irgendwie cool gemacht. So. Müssen wir mal schauen. So. In den Kerl rein. Hier drauf schießen und... in uns zurück. Von der Physik auch echt lustig gemacht, bin ich. Dann müssen wir den hier hin platzieren, so. Dann gehen wir in den Kerl rein und schießen hier drauf und dann wieder zurück zu uns. Hey! Harter Aufprall, ne? Also macht echt Spaß, muss ich sagen. So, die haben wir jetzt schon gemacht. Kann man natürlich auch andere uns aussuchen, aber gehen wir einfach mal der Reihe nach. I will kill you. Okay, hier haben jetzt alle Dynamite diese Pillen directly to enemies. Wie geil ist das denn? So, Junge, der fliegen die Nüsse weg. Kann ich den da umquartieren? So, dir fliegen auch die Nüsse weg. So. Kopf weg, Nüsse weg. Wie geil ist das denn? Also ich weiß nicht, ob ihr das Game auf dem Schirm hattet. So, jetzt müssen wir schauen. Wir können da nicht rein. Können wir da auch nichts machen? Da ist ein... Was ist das? Ich
Kann ich das nutzen irgendwie? Wissen, wie das funktioniert? Ah, einfach dranhängen? Okay. Ja gut, der hätte auch mal irgendwie ein grünes Symbol oder so aufleuchten können, ne? Fand ich jetzt irgendwie komisch. Banana peels can only be attached to the floor. So. Und Genick gebrochen. Also ich finde das Spiel geil, ey. So, jetzt müssen wir nochmal schauen. So, wir haben hier Dynamit. Können wir einmal... Wir können ja keinen von denen benutzen, ne? So, dir fliegt wieder der Sack weg. So, der Kopf. Haben wir oben noch irgendwas, was wir benutzen können? Nee. Ach, da, doch, da. Oh! Okay. Rescue the hostages, okay. And don't forget to destroy your enemies. So, die muss auf jeden Fall hier weg. So, setz dich da hin. Können wir den da hinsetzen? Ja! Weil der hat nämlich schon da drauf geschossen. Die Dinger sind schon quasi in Bewegung. Ja, danke mir. Okay. Uns das mal anschauen. Okay, die... So. Die pflanzen wir mal hier hin. So, den pflanzen wir hier hin. Aber ich müsste da eigentlich noch rein, ne? So. So. So wird's, glaube ich, was. Scheiße, die... Ah, okay, jetzt... Die Kugel ist an dem Pfahl hängen geblieben. Das ist natürlich blöd gelaufen. So. Bleibt ihr da? So, von hier aus kannst du auch besser schießen. Und du wirst trotzdem platt gemacht. So, jetzt aber. Kugel fliegt. Tot. Und... Game over. Woo! You're in trouble. So, der hätte den runtergekickt. Jetzt müssen wir mal gucken. Können wir den runterkicken? Nein, okay, wir können den... Ach, der hat zwei Pistolen, das ist gut. Nee, ist nicht gut, weil das nützt mir nichts. So. Und danach fliegst du hier runter.
Okay. Okay. War nicht ganz überlegt. Time to draw. Nein! Okay, du bist gemixt. So, du kommst bitte hier hin. Was ist da hinten? Was ist da hinten? Okay, da ist nichts. Da ist nichts. Was könnte man jetzt hier machen? Vielleicht den hier hinstellen? So? Oder hier? Ja, genau, hier hin? Nein! Okay. Nicht gut überlegt. Nicht gut überlegt, Sebastian. Ich dachte, ich könnte im Flug noch kurz rein. In den kleinen Mann. Leider nein. Okay, das war meine Tür. So, erstmal hier hin. Die kann man nicht so einfach berühren. Aber ich kann doch jetzt hier rein. Knall die ab. Pack mir den Kerl. Und dann wirklich hier rüber. Ja, endlich. Ja, hast überlebt, Jung. Aber er hat nur Angst. Er jubelt nicht. Er jubelt nicht. Was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt? Komm, ihr kommt mal hier in die Ecke. Na, du Kleine. So, und da stellen wir jetzt die zwei Freaks hin. Ah, hier Schnäuzer Joe. Das ist eine geile Choreo gewesen. Ja, ich bin der Time-Hacker. Kein Problem. Da machen wir, von dem Hardlevel machen wir nachher auch mal kurz eins. Chains can be broken. Shoot the chain. Okay, war jetzt nicht so tief, aber gut, er ist gestorben. Die Physik ist geil. Mega. Okay, wir müssten... Ah, wir haben noch zwei. Okay. Repeat. Jetzt aber. Looking for trouble? Ja, ich looke for trouble.
So, du kommst hier hin. Du lookst da for trouble. Ah, den kann ich... Okay, er hat aber zwei Pistolen. Das heißt, den killen. Und den auch hier hinsetzen. Und dann guckt der Timehacker sich das von hinten an. Okay, jetzt schauen wir uns mal ganz kurz hier die Hard Level an. Ob wir da irgendwas hinkriegen. Prepare to die. Prepare to die. Das ist echt nicht einfach. I will destroy you. Das ist echt nicht einfach. Was ist denn sonst noch alles hier? Wir haben hier den Trafo. So, und den werfe ich jetzt hier rein. So, die sind tot. Aber da passiert nichts. Okay. Aber war das schon mal gar nicht so schlecht. Du bist jetzt in Trouble. Was ist denn... Transformator hier. Kann man auch nicht nehmen. Na, ist alles, was man nicht wirklich benutzen kann. Wasserrohr. Können wir Wasser irgendwie anmachen? Vielleicht. Torschen. Gucken, ob das Rohr irgendwie kaputt geht. Gut, die sterben jetzt eh. Nee, okay. Okay, ich probiere jetzt was. Prepare to die. Wenn die Tür jetzt aufgeht, hole ich die Geiseln raus. So, Geiseln raus. Dann packe ich mir den Typ. Sitzen hier rein. Geh nochmal in den rein.
Okay. Ja, Leute. Das sollte erstmal reichen mit Time Hacker. Also, echt geniales Game, finde ich. Kann man meiner Meinung nach echt nichts falsch machen. Macht Bock, diese ganzen Rätsel zu lösen. Und schaut mal, es sind noch eine Menge da, wo ich da noch zu blöd war, ne? Das zu knacken. Und da sind mit Sicherheit auch noch ein paar richtig krasse Rätsel dabei. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, gerne mal in die Kommentare schreiben, was haltet ihr von dem Game? Ist das was für euch? Habt ihr es eventuell sogar schon gespielt? Oder holt ihr euch das jetzt aufgrund meines Videos hier? Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, Like raus, Abo-Button nicht vergessen. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.